Hey Kattos, also Kattos. Hey Kattos, hey Kattos. Ich war gerade duschen, wie ihr sehen könnt, deswegen habe ich so ein Ding auf. Und heute kommt das dritte, denke ich, Video von der Reihe Pretty Hair Repair. Und mich hat jemand gefragt, wie ich meine Locken zu meinem Februar-Favoriten-Video bekommen habe. Und das Video verlinke ich euch in der Infobox. Als erstes habe ich mir meine Haare gewaschen. So schauen meine Haare aus, wenn ich sie gewaschen habe. Also sie sind jetzt noch schon ein bisschen getrocknet, aber nicht wirklich viel. Und ich verwende wieder andere Produkte als beim letzten Mal. Dieses Mal verwende ich so eine Omega Repair Intensivmaske. Das ist wie eine Haarkur. Dann von Glam Vital Fresh It Up Shampoo. Und der dazugehörige Balsam. Also es sind jetzt die drei Produkte, die ich verwende. Und ich kann euch sagen, die drei Produkte sind wirklich das Beste, die beste Kombination, die ich je verwendet habe. Weil schon allein die zwei Sachen machen die Haare sehr geschmeidig. Und die sind auch für Regeneration und pflegt halt beanspruchte Spitzen und so. Und das ist generell auch für Spliss. Und das ist einfach die perfekte Kombination. Schon beim Duschen fühlen sich die Haare richtig weich an und wirklich, das ist voll angenehm, das Gefühl. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, das zu kaufen. Die Sachen gibt es alle beim DM oder in irgendeinem Drogeriemarkt, wo ihr gerade seid. Nach dem Duschen verwende ich dann immer dieses Handtuch. Das ist extra so gemacht, dass man sich so eine Art Turban machen kann. Und das hat hinten so einen Knopf und da wickle ich meine Haare halt so rauf. Und so renne ich dann meistens so eine halbe Stunde oder eine Stunde rum mit dem Urban. Turban. Ja, dann mache ich meine Haare auf und dann sieht das Ganze so wie jetzt gerade aus. Dann verwende ich diese Bürste hier. Da steht oben So Cool Like You. Und ich mag es eigentlich nicht so, wenn man die Haare frisiert, wenn die noch nass sind, weil das ja eigentlich nicht so gut ist. Aber wenn ihr Locken haben wollt, dann müsst ihr unbedingt die Haare vorher frisieren. Ihr könnt das Ganze natürlich auch machen, wenn ihr trockene Haare habt. Dafür müsst ihr halt nur die Haare dann ein bisschen nass machen. Wenn ich mit dem Durchfrisieren meiner Haare fertig bin, verwende ich von Balea die Feuchtigkeitshaarmilch und die gebe ich mir ungefähr von hier ran bis in die Spitzen. Jetzt kommt es auch schon zum wesentlichen Teil und ich verwende eigentlich nie Hitze für Locken, weil ich das nicht so gut finde, weil ich meine Haare jetzt eben lang und gesund wachsen will. Und ich habe vor einigen Jahren, ich weiß aber nicht mehr wie lang das her ist, mir das beim DM gekauft. Das sind solche Gummistäbchen und die gibt man sich in die Haare. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich hoffe, das gibt es noch beim DM, aber ihr werdet sicher sowas ähnliches finden. Das Ganze gibt es in verschiedenen Größen und alles. Und es ist wirklich auch ganz biegsam. Ja, dann fangen wir auch schon an. Ich nehme eine Bürste und immer so ein Ding. Den Teil, den ich mir nehme, frisiere ich jetzt nochmal durch. Und ich mag es mehr, wenn die Locken so wegschauen. Also nicht so eingedreht zu mir, sondern so weg. Das heißt, ich nehme mir das Ganze jetzt so. Und drehe das so ein. Das schaut jetzt ziemlich komisch aus, aber ja. Dann müsst ihr das da oben noch, damit das Ganze hält, fest zusammendrücken. Und das macht jetzt mit all euren Haaren. Wenn das mal nicht halten sollte, dann verwendet einfach einen Spangerl oder was weiß ich, damit das hält. Wenn ihr damit fertig seid, schaut euer ganzer Kopf dann so aus. Wenn ihr Stress habt, dann könnt ihr das Ganze mit dem Föhn trocken föhnen. Aber es ist natürlich besser, wenn ihr das Ganze über Nacht macht, weil dann braucht es keine Hitze und dann trocknet das Ganze von selbst. Und wenn ihr in der Früh dann die Locken aufmacht, also die Stäbchen, dann sind das wirklich wunderschöne Locken. Ich verwende jetzt kein Festigungsspray oder so, denn der ist eben auch schädlich und ich denke mir, es ist ja nicht so wichtig, dass die Locken genauso bleiben, wie sie am Anfang sind. Ich finde es so und so viel schöner, wenn
Natürlich fallen dir Locken im Laufe des Tages. Seid ihr damit fertig, dann schaut das Ganze ungefähr so aus. Ich habe meine jetzt nur 1,5 Stunden drinnen gelassen und deswegen sind sie jetzt nicht so stark gelockt. Und sie sind leider auch noch ein bisschen feucht, aber lasst uns sie über die Nacht, dann trocknen die viel besser, weil ich habe sie jetzt nur 1,5 Stunden drin lassen. Aber ich finde das Ergebnis trotzdem wirklich sehr schön und ich liebe es, solche Locken zu haben. Und in letzter Zeit mache ich das wirklich so oft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und gebt mir einen Daumen hoch, falls euch das irgendwie geholfen hat. Das würde mich sehr freuen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!